April wurde im Mecklenburgischen Staatstheater die 10. Schweriner Jazznacht gefeiert. Zur Jubiläumsausgabe der beliebten Benefizveranstaltung kamen hochwertige Künstler in die mecklenburgische Landeshauptstadt. Am 18. Juni wurde der Erlös der Schweriner Jazznacht feierlich übergeben. Im Mittelpunkt stand die Stiftung Horizonte, die für sozial benachteiligte und kranke Kinder in der Landeshauptstadt sorgt. Wirtschaftsunternehmen geben Geld, damit internationale Jazzmusiker eingeladen werden können. Der Überhang der Erlös wird aus den Eintrittsgeldern und aus dem Überhang der Sponsorengelder generiert. Und dieser Erlös wird weitergegeben, zum Beispiel an die Stiftung Horizonte. 2017 habe ich den Young Artist Förderpreis erstmals vergeben, der mit 3.000 Euro dotiert ist. So werden Soziales und Kunst unterstützt und beides liegt mir sehr am Herzen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die junge Künstlerin koreanischer Herkunft Sungyong Kim mit dem 3.000 Euro dotierten Young Artist Förderpreis geehrt.